IS, Entstehung, Machtstrukturen und linke Alternativen ist der Titel dieses Workshops. Und wir haben ein sehr vielfältiges Podium zusammengestellt, um einen Auftakt für eine Diskussion mit euch hier zu haben. Ich erkläre euch kurz den Ablauf der Veranstaltung heute Morgen. Wir werden von den Vieren jeweils ein 10-minütiges Input hören. Dann geht es an euch mit Fragen und Diskussionsbeiträgen. Das werde ich, so gut es geht, moderieren und werde euch dann bitten, 2-3 Minuten ungefähr zu reden, damit wir tatsächlich eine vielfältige Diskussion haben, wo ihr euch sowohl auf die Einleitungsbeiträge, aber natürlich auch auf die Beiträge beziehen könnt. Und dann, damit wir auch die Möglichkeit haben, dass die Viere dann wirklich auf alles auch eingehen können, haben wir nochmal einen relativ großen Block für die Abschlussstatements bereitgehalten. Also jeder von euch darf nochmal 5 Minuten dann sprechen, um wirklich alle Fragen auch nochmal aufzugreifen. So, genug des technischen Vorgeplänkels. Mein Name ist Christine Buchholz. Ich bin eine von, ich glaube, 62 Bundestagsabgeordneten der Linken. Ich habe es lange nicht mehr durchgezählt und bin Mitglied sowohl in der Rosa-Luxemburg-Stiftung als auch im Geschäftsführenden Parteivorstand der Linken und freue mich ganz herzlich, euch begrüßen zu dürfen hier heute Morgen. Anne Alexander, Joe Daher, Zafria Cohen und Werner Ruf. Einmal einen kleinen guten Morgen-Applaus bitte. Und ich stelle euch die Referentinnen und Referenten immer, bevor sie ihre Einleitung halten, vor. Wir beginnen mit Anne. Anne forscht an der Universität Cambridge und ist zugleich eine Aktivistin in der Solidaritätsbewegung mit Bewegungen in Ägypten. Sie forscht speziell zu dem IS und hat sozusagen ausführlich geschrieben über die Entstehung und den Ursprung und den Charakter des IS. Und sie wird auch das zum Thema ihres Beitrages machen. Anne, du hast das Wort. So, I was asked today to speak and give an introduction to an analysis of where ISIS comes from and who they are. As an organisation and as a kind of quasi-state. Because this is a very complex topic, and obviously I have only a brief amount of time, I want to concentrate really on a number of key points, and I'm going to particularly talk about the background to the rise of ISIS in Iraq after 2003. Some of what's relevant to the discussion of the rise of ISIS in relation to Syria, Joseph will cover in more detail, but I will make a few remarks about this. I think if I were going to summarize the 3 main points I would hope that people might take from my contribution today, I would say the first of these is the point that imperialist intervention in the Middle East is the root of the problem in relation to the rise of ISIS and not any part of the solution. And by that I don't mean just the intervention of Western imperialist powers, but also of any imperialist powers, and that the intervention, for example, of Russia on the side of the Assad regime in Syria is also part of the problem just as much as American intervention in the region is. The second point that I would want to make and emphasize is that it's not the revolutions and the popular uprisings of 2011 which are the root of the conditions in which ISIS has gained its current level of success, but actually it's the counter-revolutions and the defeat, whether permanently or temporarily, of the popular movement from below that is the key problem here, that the revolutions of 2011 represented a genuine alternative to the states of the region as they're currently configured, the authoritarian dictatorships and monarchies, and to the rise of groups such as ISIS. And the third point, and I think this is important on a number of levels, is that I would argue that
It's important to understand ISIS's success at the moment as being connected with a specific set of conditions, and that it's not some part of a general model that can be applied anywhere around the world, despite the claims of ISIS's own rhetoric and propaganda that it represents some kind of universal future for Muslims everywhere, or even for the whole of humanity. Obviously, this is a completely false picture. But also that ISIS is not some kind of general pattern for groups that use the language of Islam as part of their political practice, that there are a very wide range of groups that consider themselves to be Islamist in some shape or form, and that the vast majority of them are very different to ISIS, that ISIS is a specific kind of group, not only differs from groups such as the Muslim Brotherhood or other kinds of Islamist groups in a number of important ways, and that the conditions which gave rise to ISIS are not repeated in large parts of the Middle East. And to come back to my first point, that actually it is the constant wars and intervention by outside powers and the lack of agency and ability for people within the region to challenge those as a result of imperialist intervention that sets the conditions for ISIS's rise. At a point when the movement from below, the popular movement from below, is strongest and was strongest in late 2010 into 2011, early 2012, ISIS was nowhere on the scene and was marginal. So, just very quickly, I want to go through a few points in relation to the role that the US intervention in Iraq played in the rise of ISIS. So, post-2003, you have the US sending masses of troops to Iraq, occupying the country. Some of the decisions that the US officials took in how they were running the post-Saddam Hussein state in Iraq were, I would argue, very important to the rise of ISIS as an organization in the Iraqi context. In particular, they gave over the functioning of the Iraqi state to groups of allies who were their local partners, who were largely political parties and movements that were composed on a sectarian or a kind of nationalist basis. And in particular, they set up a mechanism for them to operate with each other that was based on an idea of sectarian competition between those groups over the resources of the state. They had a vision of Iraq as a mosaic of discrete, complete, separate communities who all had their political representatives. The Kurds had their representatives, the Shia had their representatives, the Sunni Iraqis had their representatives, and that the role of the US was to balance between these. Actually, Iraqi society wasn't like that. Iraqi society there was a great deal of intermarriage and mixing between different communities. Yes, people had different identities based on their religious beliefs and in terms of national experience of national oppression, as in the case of the Kurds, but that didn't mean that they were somehow these homogenous, tightly knit communities that related to each other like that. What the US occupation did was it helped turn Iraq into a state that was largely run on that basis. Why is this important to the rise of ISIS? Was because it was the actions of the sectarian Shia parties, which the US was allied with, such as Nouri al-Maliki's Dawa party, which then fed into the rise of ISIS. At the early stage of the rebellion against the US occupation, there were the beginnings of cooperation between Sunni and Shia background insurgent groups, such as the al-Mahdi army, which was set up by a man called Muqtada al-Sadr, largely to fight the US occupation in the early days, and fighters from the largely Sunni areas of Western Iraq. As an example, when the US troops were trying to mobilize Iraqi government forces to go and take the town of Fallujah, which is in Western Iraq, in 2004, largely Shia
citizens, soldiers, conscript soldiers in the Iraqi army mutinied and refused to go. This was, although at a very embryonic and early stage, a very important sign of the possibilities of collaboration between Iraqis of different backgrounds. What ISIS had, and I'm talking about ISIS, I'm talking about the small groups that emerged in Iraq, led by Abu Musab al-Zarqawi, which were the predecessors of the group now called ISIS, was that it had a different model, a model of sectarian warfare, which targeted Shia citizens of Iraq. And largely, rather than it, only attacking the US forces, they went and blew up Shia pilgrims at religious sites, therefore actually helping to propel Iraq into a sectarian civil war. Nevertheless, despite this, actually the predecessors of ISIS in Iraq had largely been defeated and disappeared from the scene. There were a number of reasons for this, up to 2010. What happened after 2010 was that the Iraqi government, under the leadership of Nouri al-Maliki, crushed a wave of protests that arose in Western Iraq, demanding political reforms and raising some social demands, but they were largely a movement focused on corruption and on the marginalisation of Sunni political organisations from the Iraqi state. Again, it was specifically out of the defeat of those protest movements in 2010 that again the way was opened up for ISIS to pose as the saviour for the Sunni population in Western Iraq. And as I said, Joseph will speak about this more. This comes into alongside then what begins to unfold in Syria, where you have a popular revolution from below against the Assad regime. But the way in which the Assad regime attacks the popular uprising, its use in particular of a kind of scorched earth policy, of encircling whole neighbourhoods and towns and bombarding them, of an utterly brutal military counter-revolution, again creates a situation where large spaces within Syria, the battle is being fought out between some of the armed factions that emerge on the opposition side and the regime, and ISIS comes into this as then another armed faction among many, with actually, and again this is I think very important for its success, different war aims to the other forces in Syria. So rather than focusing on trying to change the regime in Damascus, ISIS is much more interested in building a base for itself in the northeastern corner of Syria, northwestern Iraq, and is able to consolidate an area of territory under its control, which allow it to project itself as a successful state. I want to finish here just by reiterating the point that I made at the beginning, that I think that this explanation helps to focus on what is specific about the conditions which give rise to ISIS, and that the model for ISIS's success is not one that is necessarily going to be repeated in many other places, but it is very much rooted in the repeated intervention by Western and other powers in the region, and that therefore opposing those interventions has got to be the start of any serious set of alternatives to ISIS. Ja, vielen Dank, Anne. Ich gebe jetzt weiter an Werner Ruf hier an meiner Schokoladenseite. Werner ist bekannt hier in der Stiftung als Vertrauensdozent, selbst jahrelang tätig als Professor, als Friedensforscher, zuletzt an der Uni Kassel, und hat sich intensiv mit der Region auseinandergesetzt. Werner, bitte ich jetzt ein bisschen über die Rolle des Westens in Bezug auf den Aufstieg und die Ausbreitung des sogenannten Islamischen Staats zu sagen. Ja, vielen Dank. Dank auch an Anne, die hier schon einiges gesagt hat über die Entwicklung im Irak, wo tatsächlich
der Islamische Staat angefangen hat. Was Sie mit Sektarian bezeichnet hat, möchte ich mit Konfessionalisierung übersetzen. Das heißt, die USA haben, um das Land zu entbasifizieren, wie der schöne Ausdruck hieß, ja, schiitische Quislinge eingesetzt, die wiederum ihrerseits Korruptionsnetze entwickelt haben, aber eben auch die sunnitische Bevölkerung ausgegrenzt und bestraft haben. Das führte dann dazu, dass sich in den Folterknästen von Kampuka und Abu Ghraib, und die meisten von euch werden sich an diese grässlichen Bilder erinnern, alte Kämpfer aus Afghanistan trafen mit Vertretern des Saddam Hussein-Regimes. Und das bildet eigentlich den Kern, so sehe ich das, des Islamischen Staats heute. Das ist eine ganz seltsame Mischung aus Elementen von arabischem Nationalismus auf der einen Seite oder irakischem Nationalismus und auf der anderen Seite von beinharten islamistischen Kriegern. Wobei ich das Gefühl habe, dass die Generalstabsplanung des Islamischen Staats eher in den Händen der ehemaligen Geheimdienst- und Militäroffiziere von Saddam Hussein liegt. Daher auch glaube ich, dass was in dieser Terrorgruppe spezifisch ist, nämlich der Wunsch, einen Staat zu errichten, das alles hängt damit zusammen. Ich denke, zu diesen Elementen, die sehr stark medial arbeiten und symbolisch arbeiten, gehört auch, dass wenn immer der sogenannte Islamische Staat Menschen umbringt, politische Gegner umbringt oder auch Gastarbeiter, sie grundsätzlich in jene orangefarbenen Overalls gekleidet werden, die wir aus Guantanamo kennen. Also das sind ganz symbolische Racheaktionen, die stattfinden. Okay, das vielleicht vorweg. Staat, was macht den Islamischen Staat aus? Ich denke, der Islamische Staat hat es geschafft, im Westen und Norden des Irak Infrastruktur aufzubauen. Es gibt teilweise wieder Stromversorgung, es gibt von Zeit zu Zeit wieder Wasserversorgung, all das, was es nicht mehr gab. Und das fördert natürlich eine gewisse Akzeptanz seitens der Bevölkerung, die sich unter der schiitischen Herrschaft extrem verfolgt und unterdrückt vorkam. Das erklärt beispielsweise auch, weshalb ein paar hundert Kämpfer des IS gegen behauptete 100.000 irakische Soldaten fast kampflos die Millionenstadt Mosul übernehmen konnten. Und der IS versteht es, durch die Systematisierung von Terror ein Regime zu schaffen, was funktioniert. Hinrichtungen, Auspeitschungen und so weiter sind an der Tagesordnung. Das geht bis hin zur Kontrolle der Müllabfuhr, die man so am Funktionieren hält. Und das ist für mich ein zentraler Punkt. Der Islamische Staat hat es geschafft, eine Ökonomie aufzubauen, eine kriminelle Ökonomie, wie das bei all diesen Gruppen, ob das die Al-Qaida im islamischen Maghreb oder auf der arabischen Halbinsel ist oder eben jetzt beim IS, durch den Verkauf von Öl, durch Eintreiben von Steuern in Anführungszeichen, das ist eine Art Racket, durch den Verkauf von archäologischen Schätzen. Auch da muss man dann immer sehen, wenn man verkauft, braucht man ja auch einen Abnehmer. Also es sind nicht nur die Bösen, die diese Antiquitäten verkaufen, sondern es gibt auch offensichtlich einen großen Markt. Und eine Anmerkung zu den Ölverkäufen des Islamischen Staats. Es ist schon ganz seltsam. Wir können etwa im Konflikt um die Ukraine russische Firmen, russische Oligarchen punktgenau, personengenau mit irgendwelchen Sanktionen belegen, können Bankkonten sperren. Bei dem Islamischen Staat und seinen Ölexporten ist das nicht der Fall. Und wenn die ehemalige EU-Botschafterin in Bagdad vor dem Europaparlament erklärt, dass auch EU-Staaten dieses geschmuggelte, gestohlene, was immer Öl kaufen, dann fährt sie nicht nach Bagdad zurück, sondern wird nach Windhoek versetzt. Das ist schon, denke ich, bezeichnet. Und niemand spricht etwa über die Ölimporte, die wir nach wie vor tätigen aus Libyen, wo gerade Ableger des Islamischen Staats zentrale Ölanlagen und Exportanlagen für Öl besetzt halten und sich daraus auch alimentieren. Da muss man sich fragen, wollen wir diesen
Islamische Staat wirklich bekämpfen. Hinzu kommt, dass der Islamische Staat eine hervorragende Rekrutierung betreibt. Der Islamische Staat zahlt einen höheren Sold als die übrigen Banden, die in Syrien unterwegs sind. Der Islamische Staat heuert etwa in Tunesien, ich habe das mit eigenen Augen gesehen, die Werber laufen auf der Straße herum, für ein Handgeld von 6.000 bis 8.000 US-Dollar neue Kämpfer an. Das ist natürlich enorm attraktiv für die perspektivlosen Jugendlichen in diesen Ländern. Und in seiner Politik des oder in der Politik des Westens, vor allem der USA, hat man etwa 2012 erkannt, dass die Freie Syrische Armee, die man behauptete, unterstützen zu wollen, offensichtlich militärisch nicht das brachte, was man wollte, sondern man hat dann auf die Islamisten und nicht zuletzt auf den IS gesetzt. Ich will hier mal zwei Zitate vortragen. Das eine ist aus dem gestern schon mehrfach erwähnten Council on Foreign Relations, der ja schon im August 2012 eine Politikempfehlung abgab. Ich zitiere das mal. Die syrischen Rebellen wären heute ohne Al-Qaida in ihren Reihen unermesslich schwächer. Die Einheiten der Freien Syrischen Armee sind weitgehend erschöpft, zerstritten, chaotisch und ineffektiv. Al-Qaidas Kämpfer können jedoch helfen, die Moral zu steigern. Der Zustrom der Dschihadisten bringt Disziplin, religiöse Leidenschaft, Kampferfahrung aus dem Irak, Finanzmittel von sunnitischen Sympathisanten aus den Golfstaaten und am wichtigsten tödliche Resultate. Kurz gesagt, die Freie Syrische Armee braucht Al-Qaida jetzt. Das ist dies, ein zweites Dokument, etwa gleichzeitig entstanden, eine geheime Studie und Empfehlung des amerikanischen Verteidigungsministeriums, das aufgrund einer Klage von einer NGO vor einem halben Jahr publik gemacht wurde. Dort kann man lesen, ich zitiere nochmal, es besteht die Möglichkeit der Bildung eines erklärten oder unerklärten salafistischen Fürstentums, Principality auf Englisch, also das kann man auch mit Kalifat übersetzen, in Ostsyrien und in Irak. Das ist genau das, was die Opposition unterstützenden Mächte wollen, gemeint sind Saudi-Arabien und so weiter und so weiter, um das syrische Regime zu isolieren, das als die strategische Drehscheibe der schiitischen Expansion Irak und Iran anzusehen ist. Ein solches Fürstentum wäre ein neuer Impuls im Blick auf die Vereinigung des Dschihad in den sunnitischen Teilen von Irak und Syrien und dem Rest der Sunniten im Nahen Osten. Ende des Zitats. Also das ist kein Beweis, dass die USA die unterstützt haben, aber es wurde wohl sehr, sehr ernsthaft darüber nachgedacht, dies zu tun. Was daraus geworden ist, werden wir vielleicht irgendwann erfahren. Was ich noch sagen will in diesem Zusammenhang, ist, dass dieser Krieg zu einem hohen Teil inzwischen zu einer hegemonialen Auseinandersetzung zwischen Irak und Iran geworden ist. Das heißt, nicht nur die großen Mächte, USA, Russland, mischen mit, haben ihre Stellvertreterbanden in diesem Krieg, sondern auch die regionalen Mächte. Und dann möchte ich, wie viel habe ich noch? 3 Minuten? Dann mache ich mal einfach einen Sprung und will sagen, was meiner Meinung nach getan werden könnte, getan werden müsste, um diese Mörderbande zu stoppen, aber auch um die bewaffneten Auseinandersetzungen, die grässlichen Auseinandersetzungen zu reduzieren. Und da sehe ich in erster Linie die Verantwortung des Westens, der USA. Man müsste die Hegemonialbestrebungen Saudi-Arabiens versuchen zu stoppen, zu reduzieren, zu beenden. Ich denke, in dem Zusammenhang muss man auch sehen, dass das sogenannte Atomabkommen mit dem Iran vielleicht weniger um die Atombomben sich dreht, als darum, dass die USA jetzt, wo ihnen die Saudis vielleicht zu mächtig geworden sind, wieder einen neuen Stellvertreter suchen, den sie gegen Saudi-Arabien ins Spiel bringen. Da sind die Saudis wunderbar, sind die Iraner wunderbar geeignet. Der zweite Punkt wäre, wir müssten, und das sollte eigentlich auch deutsche Politik werden, massiv darauf hinwirken, dass
die Kurden in den jetzt geplanten Verhandlungen mit an den Tisch kommen, dass die Türkei ihre mörderische Politik in Kurdistan beendet, denn das wird den Krieg nur weiter eskalieren lassen. Und ich will auch noch etwas sagen zu der Möglichkeit, den IS zu bekämpfen, nämlich man müsste, das wäre das allererste, und man könnte, wenn man wollte, die Finanzierung des IS stoppen, man könnte diese unterbinden. Und ich will noch mal, was die Rekrutierung angeht, etwas sagen. Das schweift jetzt aus der Region ab und geht direkt in die Bundesrepublik Deutschland. Unsere Dienste haben, ja, in dem Fall dankenswerterweise, eine hervorragende Studie festgestellt. Die findet man aber nicht auf der Seite des Verfassungsschutzes, sondern beispielsweise beim hessischen Innenministerium. Von den 378 ausgereisten Dschihadisten, die da erfasst wurden, stammt jeder Dritte aus der Gruppe der 21- bis 25-Jährigen. Einen deutschen Pass haben 233, also zwei Drittel der Ausgereisten. Etwa ein Drittel sind keine Menschen mit Migrationshintergrund, sondern gebürtige Deutsche. Ein Viertel der untersuchten Ausreisenden besuchte unmittelbar vor der Ausreise eine Schule. Nur 26% hatten einen Schulabschluss. Eine Ausbildung brachten 6% zu Ende, ein Studium 2%. Eine Beschäftigung hatten nur 12%, die meisten als Geringqualifizierte mit einem Job im Niedriglohnsektor. 20% der untersuchten Personen waren zum Zeitpunkt der Ausreise arbeitslos. 117 der Untersuchten, also genau ein Drittel, hatten bereits Straftaten begangen, bevor sie sich radikalisierten. Meist wurden sie gewalttätig, stahlen oder handelten mit Drogen. So, das ist der Befund, der soziologische Befund der Leute, die von uns ausreisen. Was heißt das in Sachen Unterstützung des IS und ähnlicher Banden? Es heißt, dass wir hier anfangen müssten, dass wir hier jungen Menschen eine Perspektive geben müssten, nicht nur Leuten mit Migrationswurzeln. Und es ist genau das gleiche Stratum, das aus Tunis, aus Casablanca, aus Kairo oder sonst wo in den Krieg zieht, weil man dort noch etwas Sinnvolles tun kann, weil man heldenhaft sein kann, weil man Männlichkeitsfantasien verwirklichen kann. Das wären die beiden Dinge, finanziell austrocknen und den Islam, den Islamismus und den militanten Islamismus an seinen sozialen Wurzeln bekämpfen. Danke. Ja, danke, Werner. Wir kommen jetzt zu Joe Daher. Joe forscht und lehrt an der Universität Lausanne und betreibt das linke oppositionelle Blog Syrian Freedom Forever. Und Joe möchte ich fragen, wie er die Entwicklung, die Ausbreitung, die Entwicklung des IS in Syrien erklärt und bewertet. Und auch speziell, was die Auswirkung des Bombenkrieges, an dem ja auch Deutschland beteiligt ist, auf die Entwicklung und Verfestigung des IS einschätzt. Joe, du hast das Wort. Firstly, thank you very much for the invitation and for this panel. I think it's a truly important discussion that we have to have. First of all, speaking in Germany and in Europe more generally, I think as an introduction, it's very important for me to make clear that any kind of explanations that want to find in the Quran or the Islamic religion the phenomena of Daesh is completely wrong and will not help to get rid of this kind of organization. It also only reinforces and strengthens racist and Islamophobic amalgams while wanting to characterize an intrinsic violent nature to Islam and Muslim more generally. So we have first of all to say it very clearly that you won't understand Daesh through the Islamic religion or the Quran, or looking like 1,400 years back. These phenomena, political events, actors, must be analyzed in their social and economic political context. The Arab writer Aziz Al-Azmi stated that the understanding of Islamic political phenomena requires the normal equipment of the social and human sciences, not the denial.
not acting in these ways would lead us to an institutionalization of the other, culturalization of the other, in much of the current cases today of Muslim, as we see it all over Europe. This is very important because when we analyze, for example, George Bush's policies as president of the US, we don't analyze his speeches saying that in my dream, I saw I had to invade Iraq. You will never say, well, let's check out in the Bible to seek the understanding of these policies. No, you will check out political and socio-economic understanding, the imperialist system. So we should do the same with the Middle East and North Africa and with Islamic political phenomena. This is my key understanding of explaining Daesh. And what we are here for also is to understand how to get rid of Daesh. But to get rid of Daesh, it means you have to get rid of the conditions that enable Daesh. Because you can get rid of Daesh tomorrow and it can reappear even worse maybe in 5 years. And this is actually what happened. Daesh was a separation of Al-Qaeda and it became Daesh. Can't go into details, but I'll just say in introduction, Anne spoke very well of the reasons of the development of Daesh in Iraq. I mean, Saddam Hussein dictatorship policies, authoritarianism. Also, we shouldn't overestimate the fact that ex-Ba'athists came into Islamic State. They didn't come with an ideology of Arab nationalism. Whoever knows that most of the Ba'athists that joined the Islamic State following the 2003 invasion were people that came in the Ba'athist State in the 90s. And who knows the policies of the Iraq at that time were very much rooted into Islamic fundamentalism, the campaign of faith, of Islamizing laws in Iraq, that giving a more Islamic fundamentalist perspective of the Iraqi society. This has not been only in Iraq. Whoever check out dictatorship in the Middle East that so-called claim themselves to be secular are very much rooted into strengthening Islamic fundamentalist ideas. Just as Sisi, for example, to give an example, he said that doing strikes was considered fitna. So it means division. And for example, Assad regime is nothing to do with secularism. They strengthened conservative and Islamic fundamentalist ideas for decades. So this is very important. The US-British intervention in 2003, establishment of a sectarian and authoritarian regime in Iraq, intervention as well of Gulf monarchies, supporting Sunni Islamic fundamentalist parties, and the repression of popular movements in 2011, 2012, and 2013. So this is the roots in Iraq. In Syria, the rise of Daesh. First of all, we must understand that Daesh was intervening in Syria from 2012 through Jabhat al-Nusra, which is today Al-Qaeda in Syria. And Jabhat al-Nusra today is separated from Daesh. They fight each other. They separated themselves in 2003, 2014. But what must be very much understood, and Anne said it very clearly, that Daesh came out from the repression of a huge popular movement within of Syria that brought all sections of the society in Syria, Christians, Muslims, Arab, and Kurds, demonstrating together against the dictatorship of the Assad regime. What happened? You had, since first day, harsh repression. Harsh repression. While democratic activists, progressive activists were repressed, killed, pushed into exiles, the Assad regime, which I didn't say, has a long history of working with jihadist forces. And the best example is what happened in Iraq. The people, the jihadist forces that were going to bomb themselves in Shia institutions or mosques were all going through Syria with the collaboration of the Assad regime. Actually, you had Maliki, Prime Minister of Iraq in 2009-2010, accusing the Assad regime of this collaboration, while 2 years after he was supporting the Assad regime, etc. So in the beginning of the revolution in Syria, Assad regime released in few amnesties, not the democratic activists, but the worst Islamic fundamentalist forces and individuals. People from Daesh that would constitute Daesh after Jabhat al-Nusra, Jaysh al-Islam,
and Ahrar al-Sham, which are all Salafist jihadist forces. The reason is the Assad regime has been doing this for decades. The best enemy for the Assad regime is Islamic fundamentalist forces. This has been ongoing since the 70s. And this, while democratic activists, FSA forces were repressed, Free Syrian Army forces were repressed, Islamic fundamentalist forces were allowed to develop. For example, for 2 years in Raqqa, where Daesh is occupying the city since 2013, October, not a single bombing happened during a year and a half. Just as the Russian intervention in Syria to save the Assad regime from crumbling didn't attack mostly Daesh. Most of the statistics showed that out of 10 bombings, 2 were against Daesh. Most of them were against civilians, FSA forces, and other forces. In addition to this, you cannot understand as well that also Daesh is based on a kind of on the sectarian policies of the Iraqi regime and also the sectarian policies of the Assad regime, which does not mean that Assad regime is an Alawi regime or a sectarian regime per se. It uses sectarianism as a mean, not as an end. This is very different. But to divide the Syrian popular movement, for example, the Assad regime committed massacres, not in the big areas of Damascus and Aleppo against middle-class people or bourgeois Sunnis that are still until today mostly with the Assad regime, but in mixed areas of popular classes, Sunni popular classes, where you, for example, in the periphery of Homs, Hama, living next to Alawi or Shia villages to create sectarianism. And some people from this frustration joined as well Daesh after 2 or 3 years when the popular movement was repressed. But what is also very important to understand is that the first people that fought against Daesh were the Syrian people themselves. In 2013-2014, in Aleppo, free neighborhoods of Aleppo and in the periphery, it was a popular uprising from the Syrian people that kicked out Daesh from these areas. And today, what is happening is that also, and before even the PKK, there's something that is very important. When we label a population, you don't say the Kurds, the Arabs, the Shia. You speak of a specific political party. So when we speak about the previous speaker in Syria, the dominant Kurdish forces is the PYD, which is affiliated with the PKK. But the Syrian people fought, Democrats and FSA forces fought even before PYD forces Daesh. And today, we're seeing huge demonstrations in Syria because of the ceasefire for the past few weeks with democratic slogans, anti-sectarian, and they're the one today fighting against Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda in Syria. This means that when you support democratic popular movements from below, they are the best way to challenge Daesh or Jabhat al-Nusra. It's very important to understand this. And when it comes to FSA forces being supported by the US or other, this is completely, if you analyze the political foreign policies of the US or Western countries since the beginning of the uprising in the region, it has been no change. We want minimum change. We want a regime that is based on old authoritarian regimes and sections of the opposition that are liberal and mostly, most of the time, as well, the Muslim Brotherhood, just like in Tunis. And in Syria, it was the same. Never regime change. This is not to deny that, as well, you have Gulf monarchies supporting Daesh and Jabhat al-Nusra, and Turkey as well, for their own political interest, to Islamize the revolution. So, in conclusion, it's really important to say that to fight against the roots condition of Daesh, you have to fight against all intervention, Western, Russia, and regional intervention, Saudi Arabia, Iran, etc. Have to fight against authoritarian regimes, because you cannot deny that Daesh also is able to grow out of the repression of Assad, Sisi, and others. This is very important. As a placard was saying in Bostan Qasr
a free neighborhood of Aleppo in 2014 and still saying now, Assad will not be overthrown if Daesh is not overthrown. The destruction of Daesh and of similar phenomena cannot be accepted without the overthrow of Assad or other authoritarian regimes. This is why we have to understand, and other also is to help popular movement throughout the Middle East. For example, in Iraq, you're seeing huge demonstrations for the past few weeks, and last summer, saying, for example, in the streets, bread, freedom, and civil state, saying Daesh came out from your policies, from your corruption. This is the best way to help people to get rid of Daesh. It's giving agency to the people of the region. And I will just end that to understand Daesh, we have to understand in modern political phenomena. This is very important. And so to get rid of the barbarism of Daesh that feeds itself primarily from the contradictions and different forms of oppression of their own societies, we have also to get to oppose capitalist and imperialist states throughout the world that has caused much more victims than Daesh. So both have to be opposed. Thank you very much. Ja, vielen Dank auch an Joe. Ich gebe jetzt das Wort an Zafrir Cohen. Zafrir ist der Leiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tel Aviv. Und wir haben ihn eingeladen, um in diese Debatte noch einen anderen Blickwinkel mit reinzubekommen. Wir haben es auch gestern Abend, wer auf der Auftaktveranstaltung war, auch schon etwas andiskutiert. Es gibt ja zum einen ein sehr stereotypes Bild über die Region, über die arabische Region und nordafrikanische Region in der deutschen Gesellschaft. Und es gibt auch den Widerspruch zwischen sozusagen dem, was der IS dasteht, und auch einer großen Mehrheit der muslimisch geprägten Gesellschaften in Syrien, Irak und der weiteren Region. Und uns interessiert, oder mich interessiert jetzt, Zafrir, sehr, wie bewertest du sozusagen das Spannungsverhältnis zwischen der linken und islamischen Kräften auch jenseits des sozusagen IS? Ist ja auch angesprochen in mehreren Beiträgen, dass es da eine sehr große Differenzierung gibt. Und wie werden wir als Linke in der Region, aber auch hier in Deutschland, sprech- und handlungsfähig gegenüber gerade sozusagen diesen muslimisch geprägten Gesellschaften? Ja. So, ich werde vielleicht mit einer kurzen Vorbemerkung beginnen über den politischen Islam insgesamt. Und dann werde ich ein Beispiel nehmen aus dem Land, wo ich jetzt arbeite, in Israel. Und dann, wenn noch Zeit ist, das musst du mir noch sagen, würde ich vielleicht ein bisschen ein Negativbeispiel dazu von Ägypten nehmen. Also der politische Islam, wie wir ihn heutzutage kennen als modernes Phänomen, ist kein monolithisches Gebilde. Und die Bandbreite der Menschen, die sich mit einem politischen Islam identifizieren, reicht von progressiven Erneuerinnen und über traditionelle Konservative einerseits und Fortschrittsgläubige andererseits bis hin zu gewaltbereiten Glaubenseiferern. Typologisierend, und ich typologisiere jetzt gerade, können wir zwischen einem konservativen bis romantisch reaktionären politischen Islam, der in eine vorgestellte reine Vergangenheit, die Zeit Mohammeds und der rechtgeleiteten Kalifen, zurück will und die Hoheit über diese Interpretation dieser Zeiten beansprucht, folglich oft gefährliche Nähe zu ausschließlichen, mitunter an rechtsradikale westliche Bewegung erinnert. Beispiele dafür wären zum Beispiel die radikalen Salafisten und einem politischen Islam, der die eigene als islamisch definierte Kultur mit der Moderne versöhnen möchte, durch eine Anpassung und Modernisierung des Islams auf der einen Seite und die Aneignung der als westlich oder christlich wahrgenommene Moderne durch die Anpassung der Moderne an islamische Tradition. Beispiele dafür, wenn progressive Muslimbruderjugend oder die Nahda-Partei in Tunesien zuteilen. Letztere kann unterschiedliche politische Richtungen annehmen, die kann neoliberale Ausdrücke haben, die kann liberal sein, die kann sozialdemokratisch sein, aber die kann auch kämpferisch, revolutionär, antikolonial und links sein. In diesem Sinne sind auf sozioökonomischer Ebene neoliberale Modelle ebenso stark verbreitet wie sozialdemokratische oder kenianistische Ideen. Oft sind Mischformen von Staat und Privatsektor populär, etwa der Verzicht auf den Verkauf vorhandener Staatsbetriebe, die Forderung nach einem stark lenkenden Staat und gleichzeitig nach einer starken Rolle des privaten Sektors, etwa um Arbeitsplätze zu schaffen.
Auch bei Menschen- und Minderheitsrechten, Geschlechtergerechtigkeit und Demokratieverständnis sind die Standpunkte so unterschiedlich wie der Nahostgesellschaften selbst. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einer speziellen politischen Islam zu tun, sondern tatsächlich mit sehr verschiedenen Sachen. Und ich würde dafür sehr stark plädieren, dass wir sehr differenziert uns das alles anschauen, von Land zu Land Unterschied und von Bewegung zu Bewegung sehr Unterschied. Schließlich sind die Anhängerinnen des politischen Islam mitnichten also alle eine gleichbleibende Größe und gerade generationell sind größere, wirklich sehr große Veränderungen zu beobachten. Beobachten wir dann die Linken. Gleichzeitig sind die klassischen Linken in den Ländern des Nahen Ostens häufig Teil eines städtischen, alternden Milieus, das durch einen westlichen Lebensstil von den Massen entfremdet ist und folglich kaum in der Lage, Träger von Veränderung und Fortschritt zu sein. Wir können also linke Positionen reüssieren. Ein Beispiel dafür nehme ich vielleicht in Israel. Das ist wieder mal natürlich ein Spezialfall, aber ich denke trotzdem, Spezialfälle können auch interessant sein. Zu den Knesset-Wahlen, also das ist das israelische Parlament, noch 2015 entstand die gemeinsame Liste. Diese möchte die gesamte arabische, palästinensische Minderheit in Israel, etwa 20% der israelischen Bevölkerung, vertreten. Ihre Mitglieder sind gleichberechtigte Staatsbürger, also die israelische Minderheit, die palästinensische Minderheit in Israel, sind gleichberechtigte Bürger pro forma, werden aber gleichzeitig stark benachteiligt. Die Liste verbindet unter anderem die linke, sozialistische, jüdisch-arabisch sich verstehende Chadash mit einem islamistisch geprägten Parteienbündnis. Während die Chadash in den letzten Jahren ihren gesellschaftlichen Halt, also die kommunistische sozialistische Partei, und ihre vormals hegemoniale Position unter der palästinensischen Minderheit in Israel zunehmend verlor, erfährt linke Politik seit Gründung des Bündnisses eine Ausweitung. Das heißt, es ist ein Bündnis mit Islamisten und wir beobachten eine Erweiterung linker Politik innerhalb der israelisch-palästinensischen Gesellschaft. Was bedeutet das im Einzelnen? Die gemeinsame Liste führte zu höheren Wahlbeteiligungen und zu größeren Repräsentanz der palästinensischen Minderheit in der Knesset und zur Erhöhung des Bewusstseins für ihre Belange. Linke haben neue Kanäle, also unsere Linke sozusagen, die Chadash-Partei, haben neue Kanäle mit einer rechten Debatte oder feministischen Inhalten in bislang unerreichte Milieus zu gelangen. Die absolute Islamistenfresserin, Mitglied der Knesset, Aida Tuma, eine ganz bekannte Feministin, sagte mir, es ist unfassbar, ich erreiche jetzt unfassbar viel mehr Leute. Frauen, die ich sonst nicht erreicht hätte mit verschiedenen Themen, die wahnsinnig wichtig sind für uns Linke hierzulande, also gerade Frauen von Rechten angeht, in der Familie und so weiter und so fort. Das heißt, es findet hier ein emanzipatorischer Prozess statt. Die gemeinsame Liste ist übrigens dazu die wichtigste und lebendigste Opposition in Israel. Das ist auch dem geschuldet, dass die gemeinsame Liste entstanden ist überhaupt. Da die Islamisten eine marginalisierte Minderheit vertreten, sind sie mehr als woanders bereit, und da ist die Differenzierung schon wichtig, von einem Land zum anderen zu sprechen, sich linke Sozial- und Wirtschaftstheorien zu eigen zu machen. Ihre sozialökonomischen Positionen stimmen mit denen von Chadash überein und sie ideologisieren sich über die Zusammenarbeit mit der Chadash und werden immer stärker sozusagen aber sozialistische oder auf jeden Fall starke kenianistische Positionen. Durch die gemeinsame Arbeit sind die Islamisten gezwungen, Kompromisse einzugehen, flexibel zu werden, auch zu Themen, die sie von den Linken unterscheiden, wie Frauen- und LGBT-Rechten. Bei den Wahlen hetzten sie erstmalig, und das finde ich also für die Schwulen und Lesben unter der palästinensischen Minderheit ist das wichtig, wurde zum ersten Mal nicht gehetzt gegen Schwule und Lesben, das wurde nicht benutzt für die Wahlen und auch danach nicht, und akzeptieren Frauen, immerhin zwei Abgeordnete von 13 und einen Juden, immerhin ein Juden unter 13, als ihre Knesset-Abgeordnete. Das ist nämlich eine gemeinsame Liste und die mussten sie sozusagen pushen. Und als gleichberechtigte Kolleginnen akzeptieren sie die heutzutage. Das ist wirklich interessant zu sehen, dass da auch Lerneffekte stattfinden, dadurch, dass Leute zusammenarbeiten. Zudem distanzierten sie sich immer wieder von verschiedenen Salafistenaktionen. Die Hälfte der Islamisten sind mit in der Knesset, die andere Hälfte ist draußen und teilweise sind das Salafisten, die zum Beispiel gegen den Frauenmarathon gehetzt haben. Die Islamisten, die in der Partei sind und in der gemeinsamen Liste, haben zusammen mit der Sozialistischen Partei gegen die Hetze, gegen den Frauenmarathon gestanden, genauso wie gegen Hetze gegen Schwule und Lesben und andere Themen, die, sagen wir mal, sehr klare Islamisten-Themen. Das heißt, es entsteht hier ein Lerneffekt. Insgesamt ist das alles ein Work in Progress.
Aber wir können konstatieren, dass die Chadash auf wenige ihrer Positionen verzichten musste. Das heißt, die Sozialisten haben auf wenige ihrer Positionen verzichten müssen. So gut wie keine eigentlich. Und dass durch die gemeinsame Liste linke Politik erneut zum zentralen Angelpunkt der palästinensischen Minderheit in Israel wurde. Habe ich noch Zeit für Ägypten? Noch 3 Minuten, das reicht dann für Ägypten. Ägypten ist ein kleines Land, bekanntlich. Die Linke in Ägypten ist zutiefst an, also ich war, bevor ich in Tel Aviv war, war ich für Medico International, eine deutsche Hilfs- und Menschenrechtsorganisation, zuständig für den Nahen Osten und durfte, es war ein großes, für mich eine großartige Sache, durfte die ägyptische Revolution tatsächlich von Tag A begleiten, war sehr oft da und habe da auch eine Zeit lang gelebt. Und ich würde mal sagen, ohne ein Experte zu sein zu Ägypten, da haben wir zu unseren andere Experten. Aber die Linke in Ägypten, wie ich sie erlebt habe, ist zutiefst an urbanen Milieus gebunden, die einen westlichen Lebensstil pflegen. In ägyptischen Dörfern, Kleinstädten, Vororten, in denen die Mehrheit der Bevölkerung lebt, findet man weit und breit keinen einzigen Linken, nicht mal einen Sozialdemokraten. Dort sind Muslimbrüder und Schwestern oft die einzigen, die fortschrittliche Politik verfolgen, etwa die Überwindung von überkommenen Familien- und Stammesstrukturen zugunsten eines modernen, fürsorgenden Staats und einer auf Rechte fußenden Gesellschaft. Ihre feste Anbindung an die politische Kultur der Massen ist Vor- und Nachteil zugleich. Nach der Revolution 2011 gelangten die Muslimbrüder an die Macht, doch statt eine Koalition zu schmieden, um die junge Demokratie zu schützen, führte eine starke Polarisierung zwischen Islamisten und Linken und liberalen Säkularen dazu, dass der tiefe Staat, die Dawla al-Amlika, eine im Verlauf mehrerer Jahrzehnte gewachsene Verflechtung von Militär, Geheimdiensten, Politik, Justiz, Verwaltung und organisiertem Verbrechen, sich erneut etablieren konnte, und wir erleben heute einen autokratischen Staat, der in keinem Bereich linke oder im entferntesten fortschrittliche Politik vertritt. Die Politik, die jetzt in Ägypten geführt wird, ist viel schlimmer als zu Mubaraks Zeiten. Wir erleben ein Ägypten, also wie ich das seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen habe. Die Mubarak-Zeiten waren paradiesisch im Vergleich. Das ist ganz furchtbar. Damit Ägypten an die Revolutionsideen weiter anknüpfen kann, müssen die Menschen da abgeholt werden, wo sie sind. Das muss ich wirklich, also muss man einfach konstatieren. Das kann heute nicht ohne Vertreterinnen des politischen Islams geschehen, kann aber linke Politik durch ein Bündnis mit Vertreterinnen des politischen Islams erstarken? Das ist für mich die Hauptfrage. Und dafür ist, finde ich, eine sehr differenzierte Beobachtung der Akteure notwendig. Die Muslimbrüder sind weder durch die Bank resolute Vertreterinnen neoliberaler Politik, noch vertreten sie ein geschlossenes Weltbild, in dem ein Rechtsstaat mit einer muslimisch definierten Staatsform nicht übereinstimmen kann. Zudem befinden sich unter den Anhängerinnen des politischen Islams und der Muslimbrüder Jugendliche mit starken, aber oft diffusen antikapitalistischen und Antiglobalisierungsideen. Junge Leute, denen die traditionellen Muslimbrüder zu eng wurden und Teil der Bloggerszene sind. Vertreterin der Wasat-Partei beispielsweise, das sind eine andere Gruppe, die eine pluralistische Gesellschaft gleichberechtigter Bürgerinnen islamisch begründet. Die ägyptische und deutsch-europäische internationale Linke muss Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit diesen Akteuren suchen, denn sie wären notwendige Partner für Veränderung und Fortschritt. Das Fehlen eines geschlossenen Weltbilds ist in vielen für Linke wichtigen Feldern. Und die große Anpassungsfähigkeit vieler Vertreterinnen des politischen Islams sind gute Voraussetzungen dafür, dass ein Wandel durch Annäherung möglich ist, ohne dass wir verwechseln, wer sie sind und wer sie sind, würde ich mal sagen. Schließlich, um das Thema des Islamischen Staats und die ISIS zu kommen, das ist unser Thema heute, so führt der Ausschluss von Anhängerinnen des politischen Islams zu ihrer Isolation und folglich zu ihrer Radikalisierung, siehe etwa die Entwicklung der Hamas in Palästina. Die Frage stellt sich, gewisse Teile des politischen Islams, sich in Richtung ISIS entwickeln oder in Richtung einer evolutionären oder revolutionären Überwindung reaktionärer Strukturen des tiefen Staats und der Stammesgesellschaften führen können. Letzteres könnte die Linke befördern. Danke. Ja, danke, Zafria. So, jetzt haben wir hier wirklich 4 sehr substanzielle und bestimmt auch sehr streitbare Inputs gehabt. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir haben eine gute halbe Stunde Zeit für die Debatte. Ich hatte mir zuerst überlegt, wollen wir nicht zuerst über den IS, Syrien, Irak reden und dann stärker die Fragen, die Zafir zum Ende angesprochen hat. Wahrscheinlich ist es schwer, das so ganz säuberlich in der Debatte zu trennen, weil ja auch Leute zu unterschiedlichen
zu beiden Sachen Stellung nehmen wollen. Vielleicht können wir versuchen, etwas stärker bei den ersten drei Beiträgen anzufangen und nachher in der Debatte zu den Fragen, was heißt denn das generell auch sozusagen über unser Verhältnis zum politischen Islam, sozusagen, also jenseits des islamischen Staates und anderer, selbstverständlich, was heißt das? Das wäre mein Vorschlag jetzt für die Debatte. Ich nehme jetzt euch auf, werde die Redeliste selbstverständlich quotieren. Bitte nehmt eure Finger gleich hoch. Wenn ich euch zugenickt habe, dann habe ich euch gesehen. Dich, Harry, habe ich gesehen. Und ich werde mich dann sagen, wenn wir dann irgendwie an das Ding hier klopfen, wenn ihr dann 3 Minuten habt, dann kommt bitte gleich zum Schluss, damit auch alle drankommen. So, die 3 Minuten laufen. Harry Grünberg startet. Vielleicht stellt ihr euch auch kurz vor, damit die anderen sich auf euch beziehen können. Liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Harry Grünberg, Mitarbeiter von Abgeordneten Wolfgang Gerke. Funktioniert? Nee. Dann muss ich warm laufen. Red mal, dann kommt auf dein Mikro. Geht's jetzt? Ja, jetzt okay. Also nochmals, mein Name ist Harry Grünberg, Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten Wolfgang Gerke und Mitglied im Bundesausschuss der Partei. Und ich arbeite schwerpunktmäßig Nahen Osten. Ich hatte ja jetzt die Gelegenheit, mit Wolfgang Gerke in Israel-Palästina zu sein, wo wir sehr ausführliche Gespräche hatten. Und ich danke nochmal Zafir für das hervorragende Programm, das er für uns in diesem Besuch mit zusammengestellt hat. Ich denke, wir hatten auch bei... Insbesondere bei den linken Parteien in Palästina haben wir auch reden können über die Frage Syrien und Irak, weil das ein Thema ist, das unmittelbar auch die palästinensische Gesellschaft betrifft und die Problematik Syrien und die Lösung der Problematik Syrien ist nicht denkbar, ohne letztendlich auch eine Lösung der palästinensischen Frage anzugehen. Ich glaube, der Hauptkern der Position, den die linken Parteien in Palästina haben, ist erstens, das Hauptproblem des Aufkommens des Islamismus war das Fehlen einer starken Linken in der Region. Eine Linke, die nicht in der Lage war, Führung zu geben in einer Situation, die tatsächlich revolutionär war, die aber zur gleichen Zeit von Anfang an gekapert wurde von islamistischen Kräften, die mit dem Imperialismus und mit der Türkei zusammengearbeitet haben. Ich stimme Zafir völlig überein. Man kann Islamismus nicht über einen Kamm scheren, aber wenn man die Andienung der Moslembrüder in Ägypten und in Syrien sowohl an den US-Imperialismus als auch an Erdogan sieht, dann wird man sehen, dass die ganze Wendung der Revolution in Syrien nicht in die richtige Richtung laufen konnte von Anfang an. So. Wir haben auch gefragt, wie schätzt ihr ein den Teil zivilgesellschaftlicher Organisationen, wie zum Beispiel, was hervorgegangen ist als bewaffnet FSA. Sie haben uns gesagt, von den 80.000 Kämpfern, die auf Seiten der Opposition einschließlich Daesh in Syrien kämpfen, sind es nur noch 4.000 bis 5.000, die FSA darstellen. Das heißt, eine eigentlich zu vernachlässigen Größe in dieser Situation. So, in diesem Zusammenhang halte ich, brauchen wir auch ein bisschen eine marxistische Hygiene über Fragen, wie schätzt man Imperialismus ein? Also ist ja hier gesagt worden, also ich kann nicht einverstanden sein damit, dass gesprochen wird so locker über den russischen Imperialismus, weil Russland ist ein peripher kapitalistisches Land, das eher Brasilien ähnelt als den nördlichen Imperialismus. Aber es betreibt eine imperiale Politik. Das ist, machen große Mächte in diesem Zusammenhang. So, und ich denke, wir werden Daesh nicht bekämpfen können, ohne dass die Bedingungen geschaffen werden, dass durch Frieden die Zivilgesellschaft sich in Syrien erneut artikulieren kann und der gesamten Entwicklung eine Alternative gibt. Und es gibt linke Kräfte in Syrien, die wir unterstützen müssen. Vielen Dank. So,
liebe Leute, ich habe so ein bisschen das Problem, dass es nicht funktioniert mit diesem Mikro, was so eine Zeitverzögerung hat, dass ich hier draufklopfen kann. Das heißt, nach 3 Minuten werde ich hier irgendwie mich bemerkbar machen oder mit meinem Glas hier rum. Bitte nehmt das wahr als dann Ende eurer Redezeit, damit wir tatsächlich möglichst viele Leute hier sprechen lassen können. Als nächstes habe ich Katrin Vogler dran und dann bist du. Ja, ich mache es ganz kurz. Katrin Vogler, Mitglied des Bundestags für die Linke und Mitglied im Unterausschuss Zivile Krisenprävention. Ich habe 2 Punkte, die ich ansprechen möchte. Zum einen möchte ich Werner danken, dass er darauf hingewiesen hat, welche ökonomische Unterstützung Daesh aus Deutschland und Europa bekommt. Mir liegen Hinweise darauf vor, dass es möglich ist, von europäischen, auch von deutschen Banken, Staatsanleihen und Ölanleihen für Daesh zu kaufen, die verzinst werden mit, jetzt haltet euch fest, 1% pro Woche. Ich finde, das müssen wir noch deutlicher aufklären und da müssen wir auch dafür sorgen, dass das aufhört. Das Zweite ist uns noch mal ein kleiner Werbeblock. Wir haben im Arbeitskreis 6 internationale Frieden und internationale Politik der Fraktion ein Papier verabschiedet, den Terror zivil bekämpfen. Das habe ich mitgebracht, liegt da vorne auf der Theke. Wen das interessiert, der kann sich das gerne mitnehmen und wir freuen uns auch über schriftliche oder sonstige Rückmeldungen. Du kannst, ach so, jetzt habe ich ja eine Sache vergessen. Mein Gott, wenn ihr nach vorne geht, dann könnt ihr auch, wir haben hier eine Aufzeichnung sozusagen der Sendung. Wer nichts dagegen hat, auch dann zu sehen zu sein in der Dokumentation, der möchte oder die möchte bitte nach vorne gehen, weil das nämlich ganz schön ist, dann kann man die Person auch sehen. Christoph Wagner, vielleicht kannst du das gleich mal vormachen. Ja, Vielen Dank und ich nutze die Zeit, wie du nach vorne gehst, zu sagen, es können sich alle hier melden, auch diejenigen, die wirklich einfach nur Fragen haben oder unsicher sind sozusagen über das, was sie sagen wollen. Also meldet euch, es ist auf jeden Fall ein wertvoller Beitrag zur Debatte. Jetzt habe ich nur das Problem, ich weiß nicht, warum ich mich drehen soll, Christoph Krämer, Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, IPPNW, deutsche Sektion. Zuerst ganz herzlichen Dank an dieses hervorragende Podium. Ich bin wirklich hin und weg über die wirklich substanziellen Beiträge, auch die Konzeption dieses Podiums und ich bin gespannt auf die Diskussion. Ich habe eine Frage vor allem an Werner Ruf. Was mich von Anfang an, als ich den Islamischen Staat aus der Ferne kennenlernte, beeindruckt hat, waren die Armeen von modernen und einheitlichen Fahrzeugen, mit denen die dort auffahren, Toyota-Fahrzeuge. Ich bin der Meinung, sowas kriegt man nicht eben mal improvisiert oder kann sich eben mal von der syrischen oder irakischen Armee zusammenrauben, sondern das muss hochprofessionell und auf staatlichem Niveau organisiert gewesen sein, dass die so ausgestattet sind. Gibt es da irgendwelche Erklärungen oder gibt es da auch nur Ansätze dafür, dem auf den Grund zu gehen? Weil meiner Meinung nach hängt es mit dem ganzen Phänomen doch extrem eng zusammen, das zu verstehen und auch dann Wege zu finden, wie man dem entgegentreten kann. Als Zweites habe ich noch ein kleines Anliegen. Ich habe jetzt mehrfach gehört, das Assad-Regime, ich verstehe das schon, ich bin selber auch kein Assad-Freund, aber ich frage trotzdem, muss das sein? Denn vom Assad-Regime zum Regime-Change ist es für mich doch nur ein ziemlich kleiner Schritt, einfach so emotional. Und ich bitte da mal drüber nachzudenken. Also wir versuchen das eigentlich nicht zu machen, obwohl wir auch eine Debatte innerhalb der IPPNW darüber haben, wie wir das genau handhaben. Also ich bin eigentlich versucht zu sagen, die Assad-Regierung und so weiter. Und als Letztes noch ein bisschen provokativ vielleicht an Safir Cohen. Ich fand es wirklich extrem interessant, was Sie da berichtet haben aus der israelischen Gesellschaft und möchte ganz provokativ fragen, gibt es da eventuell Elemente, die wir auch auf uns hier übertragen könnten oder Fragestellungen, die wir für uns und speziell auch für die Friedensbewegung und speziell auch für das Problem der im Moment aus meiner Sicht in Gang befindlichen, ein bisschen Spaltung der Friedensbewegung in der kritischen Situation in Anwendung bringen könnten, zumindest in Frageform. Danke. Ja, vielen Dank. Frank als Nächstes und dann du. Ja, mein Name ist Frank Renken. Ich will gleich an die Frage anknüpfen meines Vorredners. Wo hat eigentlich der Islamische Staat eine ganze Ausrüstung her? Weil es geht ja häufig das Thema Finanzierung. Ich glaube, und das haben ja die Beiträge, finde ich, sehr gut vorgemacht, dass es falsch wäre, sage ich mal,
auf sehr komplexe Fragen eine vereinfachte Antwort zu suchen. Es ist nicht so, dass der IS irgendeine Marionette eines ausländischen Staates ist. Es ist so, dass der IS derzeit in einem Krieg mit allen Staaten der Welt ist. Und die Fahrzeuge, die der IS hat, stammen zum größten Teil aus US-Beständen. Nicht, weil die US das geliefert hat, sondern weil im Juni 2014 Mosul unter dem Ansturm von einigen hundert Kämpfern zusammengebrochen ist, 30.000 irakische Soldaten panisch geflüchtet sind innerhalb von 1 bis 2 Tagen und das ganze Material, das die Amerikaner dem irakischen Staat geliefert haben, in die Hand des Islamischen Staates gefallen ist. Zusammen mit einem riesen Staatsschatz, der in der Zentralbank in Mosul liegt. Das heißt, man kann den Islamischen Staat nur verstehen aus dem Konflikt, der im Irak stattfindet. Und dann müssen wir jetzt mal angucken, was die letzten 2 Jahre passiert ist. Wie bekämpft die amerikanische Luftwaffe zum Beispiel den Islamischen Staat? Durch Luftbombardements. Sie haben, ich habe das gestern schon im großen Podium gesagt, die haben das Problem der Zentralbank in Mosul lösen wollen, indem sie 2000 Pfundbomben jetzt im Januar draufgeworfen haben. Diese Bomben haben einen Wirkkreis von 900 Metern. Also in einem Umkreis von 1800 Metern wird alles zerstört. 2 davon sind auf die Zentralbank von Mosul, das heißt ins Stadtzentrum, gefallen. Wir sehen keine Bilder von den Opfern, die da rauskommen. Aber es ist völlig klar, dass die Bevölkerung unter diesem Bombenkrieg, die darunter leidet, das nicht als Befreiung sehen kann. Und wenn wir uns angucken, wer sind eigentlich die Verbündeten, mit denen die Deutschen dort arbeiten? Also Deutschland ist ja Teil dieses Bündnisses. Die ersten Aktionen, die es gegeben hat im Herbst 2014, eine Stadt zu befreien vom IS, von der Belagerungsring, das war Amerli, das ist dann gelungen, zusammen mit Peschmerga, zusammen mit US-Bombardierungen. Es kam sofort zu Gegenreaktionen der sogenannten schiitischen Milizen. Die schiitischen Milizen sind heute zusammengefasst in der sogenannten Volksmobilisierung, weil die irakische Armee nicht mehr funktioniert. Und diese Milizen sind selbst ein Spiegelbild dessen, was der Islamische Staat macht. Guardian hat zum Beispiel einen Bericht davon gehabt, dass infolge der Befreiung von Amerli es zu Übergriffen kam gegen sunnitische Bauern. 17 Menschen, bekannt mit Namen, sind geköpft worden. Genau dieselben Maßnahmen, die wir sozusagen aus den Horrorvideos kennen. Und das hat sich wieder und wieder wiederholt. Wir haben heute im Irak einen Krieg um Territorien, wo alle Seiten versuchen, die eroberten Orte ethnisch zu säubern und sozusagen für die Nachkriegsordnung in ihr jeweiliges Staatsgebiet einzuordnen. Und ich glaube, das ist richtig gesagt worden. Wir haben dort aber eine andere Antwort. Gerade dieses Wochenende, gestern, als wir begonnen haben, eine Massendemonstration, wo nicht nur der Muqtada al-Sadr aus dem schiitischen Lager, sondern auch die sogenannte Zivilgesellschaft, wir haben dort Gewerkschaften, wir haben dort Leute, die aus dem Widerstand gegen die Amerikaner auch noch sind, demonstriert haben gegen die Korruption, die das möglich gemacht hat. Und ich denke, für uns ist es sehr wichtig zu sagen, die deutsche Intervention an der Seite der Amerikaner wird dieses Problem in keiner Weise lösen, nämlich das Sektierertum, sagen die Engländer, sondern das Hasses zwischen Schiiten, Kurden und Sunniten, sondern die Lösung kann nur aus dem Land selber kommen. Alles andere ist eine koloniale, imperialistische Lösung. Ja, hallo. Auch nochmal danke für die Inputs. Mein Name ist Erik aus Hamburg. Und ich meine, dass doch hier sehr deutlich geworden ist an diversen Redebeiträgen, dass das Phänomen IS eine sehr prinzipielle Verfallskrise des Kapitalismus zeichnet, also als extrem. Das sind Rechte, Fanatiker, die die Religion ausnutzen in Verbindung mit den sozialen Bedingungen, die diese Gesellschaft für die meisten Menschen nicht mehr herstellt. Das hat ja Werner Ruf sehr schön aufgezeichnet. Und ich meine, als solches ist auch zu verstehen, dass sie eine Reaktion sind. Es ist weltweit so, dass Friedenskräfte immer mehr die Auffassung bilden, dass die bisherige imperiale Politik so nicht weitergeht. Also in Deutschland, ne, die Ablehnung der Waffenexporte ist auf 83% gestiegen, die Ablehnung der NATO zum ersten Mal seit 2 Jahren auf über 50%. Das war noch nie so. Das heißt, ich bin der Auffassung, dass solche imperiale Intensivierungen, wie sie jetzt in Syrien und in Irak stattfanden, sich genau darauf richten, diesen zunehmenden Widerstand einzugemeinden und einzukassieren, was ja auch an der arabischen Revolution deutlich gemacht wurde. Dabei halte ich für absolut kontraproduktiv, wenn wir innerhalb der Friedensbewegung und der Linken uns die ganze Zeit
damit beschäftigen, darum zu diskutieren, wer jetzt der größere Imperialist ist. Also Assad, Putin, das sind zwar autoritär Regierende, aber man muss doch darüber diskutieren, was wir hier machen können. Und da fand ich jetzt von Werner die Aussage, den militanten Islamismus an seinen sozialen Grundlagen zu bekämpfen, am triftigsten. Und das fand ich ehrlich gesagt jetzt auch an allen Redebeiträgen die einzige Perspektive, die in dem Sinne auch etwas austrägt. Ich will noch dem gerne hinzufügen, dass mit den deutschen Waffenexporten, die in die Region gehen, wo wir hier ja den Stopp dafür initiieren können, gerade bei der großen Ablehnung, wir viel mehr dafür mutiger sein müssten, genau auch daran zu gehen. Weil das wäre nämlich genau auch die Entwicklung der Zivilgesellschaft, dass eine prinzipielle Friedensbefürwortung, also eine pazifistische Position, die auch nicht irgendwelche Verwässerungen macht mit, naja, ach hier, die Bomben da sind vielleicht ganz gut oder die waren da auch nicht schlecht, sondern prinzipiell sofort Waffenstillstand und alle Exporte zu stoppen, die Rüstungsfirmen zu enteignen und entsprechend zu konvertieren zu einer zivilen Produktion. Mit einer solchen Perspektive, wenn das in Deutschland entsprechend propagiert, von uns vertreten und im Bundestag und überall mehr umgesetzt würde, würde auch von da aus eine Wellenbewegung entstehen können, die dann weltweit ausgreift. Und das halte ich für die größte Möglichkeit für uns hier, dort in Syrien für einen friedlichen Prozess einzugreifen, weil jeder kleinste Fortschritt hier sofort politischen Druck in die ganze Welt macht. Wobei natürlich der diplomatische Druck auf Saudi-Arabien, Katar, die Türkei nicht falsch ist und wahrscheinlich erstmal das sinnvollste Abhilfemittel für die nächsten Sekunden und Momente bedeutet, dass diese Rechten unter dem Namen IS sofort mit ihrer Politik stoppen. So, ich habe jetzt gerade noch zwei Redner auf der Liste. Wollt euch ermutigen, tatsächlich nochmal zu überlegen, sich zu melden. Eine andere Möglichkeit ist, super, dann, dass wir sonst noch eine kleine Zwischenrunde gleich machen, was ja auch vielleicht nochmal Fragen oder auch Debattenbeiträge anregt. So, Dave, ja. Dann. David aus Frankfurt von Verdi und Linke sowieso. Ich war auf fünf antiimperialistischen Konferenzen in Kairo und in Beirut und ich kann nur bestätigen, was du gesagt hast. Ich finde es wirklich wunderbar, das Beispiel aus Israel, das wusste ich nicht, dass es so weit geht. Und es ist wirklich so, diese Konferenzen waren zum Beispiel in Kairo von der Muslimbruderschaft organisiert, aber auch unter Beteiligung von revolutionären Linken. Und wir hatten eine Plattform, wir haben die Möglichkeit, mit vielen jungen Leuten zu reden und so weiter und so fort. Das war eine tolle Gelegenheit. Und ein Teil der Linken in Ägypten hat diese Gelegenheit gar nicht genutzt. Ja? Und sind abseits geblieben, so ähnlich wie hier, Islamophobie halt. Ja? Und dann... Diese Muslimbruderschaft ist eine sehr gespaltene Geschichte. Während der Revolution gegen Mubarak wollte die Führung eigentlich nicht so weit gehen und die Jugend hat gesagt, nein, wir müssen weitergehen. Und die wurden zum Teil ausgeschlossen aus der Muslimbruderschaft. Das heißt, wir müssen solche Gelegenheiten nutzen als revolutionäre Linke. Dann hatte ich die Gelegenheit, also als Mursi an der Macht war, so einen Lehrerprotest mitzuerleben, oder auch Journalisten haben auch gestreikt. Und das war eine tolle Situation. Da konnte ich also Solidaritätserklärung von unserer Verdi rüberbringen, von der Fachhochschule Frankfurt. Das war nur ein kleines Symbol, aber das war toll, dass man einfach diese Luft benutzen konnte. Heute gibt es gar keine Luft mehr in Ägypten im Augenblick oder kaum, ja? Obwohl es auch Ärztestreiks gibt, trotz allem. Also es ist nicht so, dass alles tot ist. Ja? Und dann der letzte Gedanke, was wir hier tun können, so... Das hat der Christoph die Frage aufgeworfen. Ich denke, im Kampf gegen die AfD können wir auf Moscheen ganz aktiv zugehen und sagen, wir müssen diesen Kampf gemeinsam führen, diese Demonstrationen in den verschiedenen Städten und so weiter und so fort. Das ist eine wunderbare Gelegenheit. Wir haben es in Frankfurt zum Teil praktiziert, also mit linken Flugblättern vor Moscheen gestanden, also Genossen, sie sind mit offenen Armen empfangen worden. Also das müssen wir machen. Wir dürfen nicht... denken, ja, die leben in einer Parallelwelt. Es gibt sehr viele Arbeiterjugendliche, die gehen in die Moschee zum Beispiel. Das ist ganz wie du und ich, also das ist nichts anderes. Ja? Natürlich sind auch viele Konservative, also ich sage nicht, dass es alles so einfach ist, aber dennoch gibt es da auch Widersprüche. Und wenn wir da die Widersprüche nicht ansprechen, dann, ja, dann haben wir gelost. Ja, vielen Dank. Jetzt bist du dran und dann genau, da hinten in dem schwarzen Pulli.
Ja, Vera vor den Bäumen. Ich bin Mitarbeiterin im Karl-Liebknecht-Haus und Linke in Friedrichshain-Kreuzberg. Die Frage, die ich an das Podium habe, wäre, welche Unterstützung hat eigentlich der IS in der nicht urbanen, ländlichen Bevölkerung in den verschiedenen Staaten? Also das Bild, was mir jetzt gezeichnet wurde, war super organisierte, perfekt ausgestattete Armee von Profis, sage ich jetzt mal. Aber die Frage, die für mich ein bisschen offen geblieben ist, ist, was gibt es eigentlich für einen Rückhalt oder gibt es ihn überhaupt aus der Bevölkerung zum Beispiel Syriens? Hi, my name is Johannes. I have a really brief question that's, I think, more to the first three panelists. Anne spoke to kind of intric or non-confessionality and intermixing in Iraq before the war. Generally, I think if in Western media there's a huge narrative about the Sunni-Shia divide and how that's basically oversimplified at the core of more or less every conflict that happens between the Arabian Peninsula and the Eastern Mediterranean. So I'd like to kind of just ask anyone on the panel how much kind of overconstruction and simplification takes place regarding the divide between Sunni and Shia, because it seems, especially if you speak to people in the region, identification with one of the two sects isn't necessarily that important in identities and political identities. And now it's kind of whether you're reading about Yemen or Iraq, Iran, Saudi Arabia, it's kind of reduced to this like really basic thing. And so I'd like to hear how much you feel like that's being instrumentalized or kind of used as an oversimplification for really specific and regional problems. Thanks. Ja, vielen Dank. Bevor Gunnel spricht, wir haben jetzt niemanden mehr auf der Liste. Es lohnt sich aber ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig, so eine Zwischenrunde zu machen. Das heißt, während Gunnel spricht, überlegt nochmal, ob ihr nicht auch irgendwas habt, was ihr loswerden wollt an Frage oder Meinung. Und dann haben wir sonst ein bisschen länger die Möglichkeit, auch nochmal auf die vier Referentinnen und Referenten dann einzugehen. Ja. Dankeschön. Ja, Gunnel Berdal aus Hamburg. Meine Frage ist auch, das ist eine Ankündigung angekündigt, was hat das alles mit dem arabischen Frühling zu tun, wenn man das jetzt ein bisschen weiter fasst als ein Aufbruch in vielen Ländern, was ja auch bis Europa reicht und sogar in die USA. Und was hat das mit der Reaktion auf sich? Ich finde, dass eine besonders große Tragik in Syrien darin besteht, dass der Aufstand, der dort von der Bevölkerung, so sehe ich das, erstmal berechtigt war für Demokratie und vor allen Dingen ausgehend von sehr großen sozialen Gegensätzen, von den westlichen Ländern gnadenlos ausgenutzt wurde, um da nicht vorrangig gegen Assad und Co. vorzugehen und sowieso nicht für die Menschenrechte zu kämpfen, sondern auch eine sehr wichtige Funktion darin hatte, nämlich diese Progression, die in vielen Ländern jetzt von der Bevölkerung gefordert wird und vorangetrieben wird, zu bremsen und zunichte zu machen. Und das, finde ich, ist wichtig zu sehen, wenn es darum geht, wenn wir zu der Frage von Werner kommen, mit Lenin gesprochen, was tun, weil ich denke, dass dieses Gerede von Assad und das ist auch ein ganz schlimmer und so weiter, ich habe noch nicht verstanden, wohin das eigentlich führt, also zu welcher Perspektive das führt. Hingegen, wenn wir sehen, welche Verbrechen die NATO-Staaten dort begangen haben und zusehends, also auch wissentlich, ohne dass sie darüber die Kontrolle hätten, mit sehr reaktionären Kräften zusammengearbeitet haben, oder zusammenarbeiten, muss man ja weiterhin sagen, da kann man ganz klar daraus ableiten, dann müssen wir den Imperialismus, dann müssen wir den Krieg hier stoppen. Das ist unsere vorrangige Aufgabe und ich finde, wir sollten auf dieser Konferenz auch versuchen, uns auf gemeinsame Forderungen und Vorgehensweisen zu einigen, die in der kommenden Zeit wirklich dann sozusagen in den Vordergrund zu stellen, bei den Ostermärschen, bei den nächsten Aktivitäten und so weiter. Und da finde ich ganz zentral,
die Frage mit den Waffenexporten, mit der Waffenindustrie, die an diesen Kriegen ja weiterhin ihre tödlichen Profite machen. Ich finde der Hinweis mit den Sanktionen goldrichtig. Und ich wäre auch dankbar, wenn irgendjemand noch darüber aufklären könnte, welche Möglichkeiten es da alles gibt. Also an welchen Stellen und so weiter, welche Sanktionen, welche Bremsen da eingelegt werden können und welche Geschäfte da boykottiert werden müssen und so weiter. Und ansonsten finde ich auch, möchte ich noch bekräftigen, was Harry vorhin gesagt hatte. Ich bin mir sehr zuversichtlich, dass wenn es uns hier gelingt, für eine Zivilisierung zu sorgen und dass weniger Bomben fallen und dass der Waffenstillstand hält und dass die Leute miteinander reden können, dass es in Syrien und woanders auch überall Friedenskräfte gibt, überall linke Kräfte auch gibt, die unter ganz, ganz harten Bedingungen kämpfen und dass unsere Solidarität darin bestehen muss, hier die Aggressivität zu stoppen, damit die Menschen vor Ort da auch die Chance haben, den Frieden neu aufzubauen, wofür es ja in Syrien zum Beispiel auch viele Beispiele gibt, die wir hier auch stärker in die Öffentlichkeit bringen sollten, damit wir wissen, dass wir da Hand in Hand gehen in diesem Kampf. So, ich habe jetzt noch eine Meldung dort. Also wie gesagt, ihr habt jetzt die Gelegenheit, euch noch zu melden und sonst seid ihr verdammt zu schweigen bis zumindest 1:30. Und während du sprichst, danke, genau, very much. Könnt ihr euch noch melden. Ali Ahmad from Lamborghini, Hamburg. My question is, I have two questions. I want to say, today more people they are surprising and they're asking why the people they are coming from Syria, from Iraq, from Afghanistan, from different countries, like refugees here and migrants in all Europe. But you have to remember that when, for example, when United States or Western part, when they started bombing Syria, Iraq, without no permission, they didn't ask for visa. They didn't ask the Syrian people or Syrian citizen to go to bomb their country. This is one point. Secondly, we are repeating the history again. If you remember, during of the First War, Western part, when they colonized Africa, colonized different countries, Asia, without no permission. So they didn't ask for visa to go to colonize these countries. And the refugees, the same, they came without no visa, no permission to come again here to Europe, because that's for their right. This is one thing. And also, the refugees, nobody think about them today. They are human beings, or they are animals, they are everyhow. But the refugees, sometimes in the world, we have very famous big refugees. For example, we have Madeleine Albright, she's refugees. We have Albert Einstein from Germany, he's refugees in the United States. We have Abramovich, he's refugees. The question, how can the left movement to offer with the other people from the, for example, from Mediterranean Sea, from Africans, to stop the right wing to create more problems? And also, how can we put peace? Because most of these people, they don't like to come to Europe. Because if they get peace in their quarters, they cannot come. And the ISIS made by who? Who introduced these all weapons, guns, tanks, to Africa, to Europe, to any place, to create this problem? And we think that the right wing here is growing. How about the left movement? Why the left movement, they not put more pressure? And also we see, for example, in France, the right wing is growing. In Germany, the right wing is growing. How about the left movement? Why the left movements are not growing in Germany, for example? Thank you very much. Ja, danke. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich keine Meldung übersehen und deswegen gebe ich gleich an das Podium zurück. Diesmal machen wir das in umgekehrter Reihenfolge. Ich will euch nur darauf hinweisen, dass wir jetzt gleich die Mittagspause haben und dass es dann um 14 Uhr weitergeht mit dem Block 2, Neue deutsche Rolle in der Welt zwischen Hegemonie und Zwang. Dort gibt es auch wieder ein Podium drüben im Münzenbergsaal und verschiedenste Workshops. Wer das Programm noch nicht hat, kann sich das unten holen. Und bedanke mich jetzt ganz herzlich bei allen, die hier beigetragen haben und fange an diesmal mit Safria Cohen. Okay, also ich will nur ganz kurz darauf eingehen. Also es gab ja die Frage, wie können wir irgendwas auf Deutschland übertragen? Also ich weiß es nicht. Also ich finde, wir sind
Wir haben Altmachtfantasien in Europa, in Deutschland und überall. Also die Altmachtfantasien sind doppelt. Einerseits die Idee, dass wir für alles schuld sind oder beziehungsweise, dass wir eigentlich die Lösung auch darstellen. Ich finde das sehr problematisch. Ich denke, dass ein bisschen Demut nicht so ganz falsch wäre für die gesamte westliche Welt in Deutschland als Bestandteil dessen. Wir können die Probleme der Welt nicht lösen. Ich glaube, das ist und wir sind eher oft eher das Problem und haben eine gewisse Vergangenheit hier mit Kolonialismus, mit Imperialismus etc. etc. Wir sind nicht unbedingt diejenigen, die Lösungen bringen. Es gibt Lösungen, die wir auch nicht lösen können. Man kann auch vor Syrien stehen und sagen, wir haben keine Möglichkeit, unbedingt hier die Lösung zu machen. Vielleicht ein Do-No-Harm-Prinzip würde in mir schon, ehrlich gesagt, wenn man über Waffenlieferungen hört und so weiter und so fort, ist es vielleicht ein Do-No-Harm-Prinzip, wäre vielleicht auch das ganz Richtige. Das ist nur zur Frage. Also aber auch die Idee, dass wir alleinig sozusagen die Wurzel allen übel sind, finde ich auch sehr, sehr, sehr problematisch. Wir leben 2016 in einer ziemlich multipolaren Welt. Es gibt unterschiedliche Hegemonialkräfte und Versuche, Hegemonie zu haben, von Saudi-Arabien über Iran. Ihre Interessen sind, die sind keine Puppen des Westens und der NATO. Ohne die NATO verschönern zu wollen und so weiter. Und so fort. Ich meine, die Frage, was wir hier tun können, ich glaube, eine wichtige Sache, was mein zum Beispiel Teil angeht oder was mein Appell ist, ist zu fragen, was bedeutet die Beziehung zwischen Linken und Religion. Ich glaube, das ist das absolut Wichtigste, was wir machen können, uns wirklich tatsächlich überlegen, wie universell unser gesamter Säkularismus ist und inwieweit wir da uns überlegen sollen, ob wir nicht ein bisschen differenzierter dran gehen. Und zwar zum Islam genauso wie zur katholischen Kirche. Die katholische Kirche hat das und das und das gemacht in Lateinamerika, die katholische Kirche war furchtbar, der Papst ist furchtbar, etc., etc., aber es gibt auch Befreiungstheologie. Ich sage nicht jetzt, dass die Muslimbrüder Befreiungstheologen sind und ich sage auch nicht, dass wir unter den Muslimbrüdern eine Hilfsorganisation haben wie Miserior, die vielleicht die absolut fortschrittlichste Hilfsorganisation ist, die Deutschland kennt. Und das ist natürlich ganz interessant, das ist immerhin eine katholische. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten für uns, darüber nachzudenken, was ist unser angestammtes Verhältnis als Linke und Progressive in Deutschland und Europa zur Religion und wie wir das überdenken, ein bisschen cleverer, ein bisschen mit der Fähigkeit, ein bisschen weiterzudenken. Und ich denke, das untergräbt auch tatsächlich die Möglichkeit und die Alleininterpretation von irgendwelchen rechten Islamisten des Islams. Und genau das Gleiche gilt auch zum Beispiel, ich denke, die Öffnung, die wir haben hier gegenüber Flüchtlingen im letzten Jahr, das war ein wichtiges Zeichen, glaube ich. Also in der Sekunde, wo man so ein Zeichen setzt, das hat wirklich der ISIS ja zugesetzt sozusagen. Also das setzt den Leuten einfach zu, dass wir sagen, nein, wir sind keine anti-islamische islamischer Kontinent. Wir sind hier nicht die, wie heißt das, christliche Kontinent, beziehungsweise judeo-christlich. Man hat jetzt dann die Juden jetzt vereinnahmt zugunsten des Christentums, ja ekelhaft. Und das muss ich sagen, als Jude. Und das ist das, was wir einfach beenden müssen. Es darf einfach nicht einen Einstand geben. Wir müssen einen unabhängigen Diskurs, davon unabhängigen progressiven Diskurs haben. Der ist möglich, der ist hier möglich. Allmachtsfantasien sollte man aber nicht dabei haben, dass, wenn wir das hier tun, dass dann morgen der Krieg in Syrien vorbei ist. Aber das wissen die Experten hier viel besser als ich und deshalb überlasse ich denen. Yeah, thank you very much for all the questions. First of all, I didn't have the time to say what is to be done here. Obviously, fight against your own ruling classes and bourgeoisie. This is the first thing to do. This means fighting against neoliberal policies that touch all sectors of the society in Germany, German or non-German, fighting against racism, saying stop, saying stop to Islamophobia, basically, yani portraying every Syrian as a Daesh. Obviously, you have to fight against this. Fight against all imperialist intervention, and first of all, obviously in Germany, of what your state is trying to do. This is obvious. But what I mean is that when you're doing this, you're doing this in an internationalist perspective. It means that your policies doesn't stop at your borders. Because you cannot say, and I will maintain this, you cannot be in solidarity with refugees, especially coming from Syria, when negating their own history. Which means that 70% or 80% of them left Syria because of Assad bombings.
And when you're silent about this, you're not in solidarity with Syrian refugees. Let's must be very, very clear. You cannot negate their history. This solidarity starts with acknowledging their own history. Second of all, the issue of Palestine and the question of Syria. Also, I didn't have the time. But whoever is serious about solidarity with Palestine can only wish for the fall of all the regimes in the region without any kind of exception. From Istanbul to Tehran to Riyadh, Cairo, everything. This must be very clear. When we speak about Syria, if someone is serious about solidarity with Palestine, after Israel, Syrian regime is the biggest killer of Palestinians in the Middle East. You want to speak of Mukhayyem Yarmouk? 200 deaths because of the blockers of the Assad regime. Do you want to speak about Lebanon in 76, 78, Tel el-Za'atar camp? Do you want to talk about the 20,000 of Palestinian Syrians researched by the security services in Syria? Do you want to talk about Busayna Shaabane, advisor of Bashar Assad, saying after the first days of the Syrian revolution, it's Palestinian creating sectarianism in our country? I can go on. Do you want me to go on? So anyone serious? And what about the Golan? It's even a better border than Switzerland and Germany and in other countries. Not a single bullet for 40 years, forbidding any kind of resistance of the Palestinians or Syrian. About the nature of the regime. And I will use regime. Whoever thinks that there's a government functioning in Syria is completely mad. Assad regime is a patrimonial regime, which means that it is in the hand of a family, which is different than from Egypt and Tunis. In Egypt and Tunis, the centers of power were divided. This is why the army can get rid of Mubarak and maintain the regime. In Assad regime, it's not possible because heads of the security services are part of the Assad family. Shalish family, cousin, Makhlouf family, cousin. The more than between 50 to 60% of the economy in Syria was controlled indirectly or indirectly by the cousin of Bashar Assad, Rami Makhlouf. So it was a crony capitalist state forbidding any kind of social movements within Syria. At the eve of the Syrian uprising 2011, 30% of the people were living under the poverty line and 30% just above. Do you want to analyze a state? This is how you analyze it. Not because the so-called propaganda of foreign policies. This is, otherwise, you would consider Al-Qaeda as a progressive organization because they attack the US. Doesn't mean anything. Yani political analysis starts from this. What is the class nature of the leadership? What is their political policies regarding popular classes? This is why this is a crony capitalist authoritarian regime using various means to divide the people. When it comes to the issues of FSA, what was said was wrong, and I'm sorry. Check the specialist, Charlie Lister, saying 70,000 people, Southern Front in Southern Dera. And people are fighting. Division 13 today, Murat and Norman, is fighting against Jabhat al-Nusra. They are the same people fighting against them with democratic and non-sectarian slogans. I'm finishing on the last thing about the issue. I think is really important. I will finish on this, the issue. And I never use political Islam because as Christian political, what does it mean? You will have Christian fundamentalists from the Tea Party in the US and the religion of in South America. Religion has to be understood as a political phenomena. This is how we understand it. This said, of course, defending unity of actions with Muslim Brotherhoods or other political parties to defend democratic rights on a basic democratic rights, it's totally normal. We did it even before the uprisings. But this said, you cannot deny the reactionary nature of the Muslim Brotherhood, which is a conservative, sectarian, neoliberal political movement. And actually, you analyze a political party regarding its class nature of the leadership. Khaled al-Shatir was one of the biggest billionaires in Egypt. The first thing he did after the fall of Mubarak, 2011, March 2000, in Alexandria, calling for
Islamic society, etc. Sectarianism, dividing the people. So this is why in the uprising, there's two sides of the counter-revolution. The authoritarian regimes, which are no less conservative in their religious, as I said, Sisi, Assad, etc. And, I stop, okay. And Islamic fundamentalist forces. And this is why we have to help the democratic and progressive movements in the region challenging the whole imperialist system and the authoritarian regimes. And this is not by collaborating with authoritarian regime. Every left wing collaborating from the Tagammo party with Mubarak before Sisi now is a traitor to democratic and progressive movement. And Kadri Jamil from Syria, the Communist Party collaborating with Assad regime, is a traitor as well for any kind of democratic progressive movement. The true leftist people in Syria are in prison or in exile because of the Assad regime. Ja, vielen Dank. Nur weil es aber eine Meldung gab, ich habe die Liste jetzt geschlossen. Wir haben noch 5 Minuten jetzt für jeden, die beiden Verbleibenden. Und ich denke, dann gibt es in der Mittagspause natürlich noch alle Möglichkeit, die Diskussion weiterzuführen. Das ist ja heute sozusagen eine Zwischenetappe der Debatte, die wir auch schon länger führen. Als nächstes nun Werner. Ja, danke schön. Ich kann natürlich jetzt auch nicht zu allen Punkten Stellung nehmen. Christoph, ich fange mal mit den schönen Autokolonnen an. Mag sein mit dem Geld aus Mosul, mag aber sein, das sind schöne, nette Spenden, die aus den Golfstaaten kommen. Das heißt immer, Saudi-Arabien sagt, wir finanzieren nichts, das sind irgendwelche Privatunternehmen. Aber da ist satt Geld und da werden nicht nur, denke ich, moderne Fahrzeuge angeschafft, sondern auch moderne Waffensysteme, Uniformen bis hin zu den famosen Overalls, in denen die Opfer vor ihrer Hinrichtung gekleidet werden. Da ist ganz viel Geld. Und ich denke, wenn es um das ganz viele Geld geht, komme ich zurück auf meine Thesen zur Ökonomie des Islamischen Staats. Wir haben ja massenhaft von diesen Banden. Also die CIA zählt in Syrien 15.000 Milizen. Da sind sicherlich bei weitem die meisten kleinere Dorfverteidigungsorganisationen, aber es gibt etwa 13 große Kampfverbände, darunter eben vor allem die islamistischen Nusra Front, Ahrar al-Sham, Jaysh al-Islam und so weiter, wie sie alle heißen. Der IS unterscheidet sich unter anderem dadurch, dass er sich über seine eigene Ökonomie von den Auftraggebern unabhängig gemacht hat und ihnen jetzt auch lästig und gefährlich wird, insbesondere auch den Saudis mit ihren Vorstellungen, wenn sie dann davon reden, dass die Einwanderung in den Islamischen Staat sowas wie die Hijra ist und die Leute werden dann Muhajirun genannt, also Einwanderer dahin, nicht in die heiligen Städten, die die Saudis kontrollieren, sondern wir sind das Kalifat, die Vorstufe zum Paradies. Das, denke ich, kommt dazu und ich kann euch allen nur empfehlen, das ist ganz unproblematisch, das Monatsmagazin des Islamischen Staats, Dabiq, D-A-B-I-K, nicht K, sondern Q, im Internet mal aufzurufen und diese hervorragend gemachte professionelle Propaganda euch anzuschauen. Das ist, denke ich, sehr erhellend. Ja, die ewige Debatte Sunniten versus Schiiten und Hass und dies und jenes, das sind natürlich die Elemente und Instrumente, auf die alle setzen. Die Saudis, die Iraner, aber auch vor allen Dingen eben der Islamische Staat. Und ich persönlich glaube, wenn dieser Geist, und er ist eigentlich aus der Flasche ist, dann erleben wir einen Nahen Osten, wo im Grunde genommen heute die Sünden von 1920, Sykes-Picot-Abkommen 1960, Sèvres, die Neuaufteilung des Nahen Ostens unter die Imperialmächte bezahlt werden, mit all den Konflikten, die in den damaligen sogenannten Friedensabkommen angelegt worden sind. Und die Religion als Instrument von Politik, Konfessionszugehörigkeit oder Sektarianismus als Instrument zur religiösen oder ethnischen Säuberung ist eine Geschichte, die eine Eigendynamik entwickelt. Du bist Sunnit, du musst hier weg, du bist Schiit, du musst hier weg, von den ganzen anderen Minderheiten ganz zu schweigen. Wenn dieses jetzt zum Neuordnungsprinzip wird und es gibt bereits Karten von der USA, wo man sehr genau eine neue territoriale Aufteilung gezeigt wird, da ist ein ganz schmaler Küstenstreifen,
Der heißt nicht Syrien, der heißt alawitischer Staat. Dann kommt eine große Landmasse Syrien und Irak, sunnitischer Staat. Darunter der Süden des Irak, schiitischer Staat. Oben ist dann ein kleiner Zipfel kurdischer Staat, das betrifft aber nur die irakischen Kurden. So, wenn wir das machen, wenn wir ethnisch oder konfessionell gesäuberte Räume bekommen, das, was wir an Flüchtlingen derzeit sehen, ist allenfalls ein Vorbote von dem, was dann noch passieren wird. Und das ist die Verantwortung, wenn wir mit solchen Bewegungen zusammenarbeiten. Und dann komme ich jetzt, das ist ein Sprung und nicht eine Kontinuität zur Frage der Zusammenarbeit mit islamistischen Bewegungen. Ich muss sagen, ich bin da sehr skeptisch. Vielleicht auch, weil ich alt und konservativ bin. Ich bin da sehr skeptisch, weil es mag in diesen Bewegungen Gruppierungen geben, die sind massiv für soziale Gerechtigkeit. Was heißt soziale Gerechtigkeit? Ja, ich habe mit einem der Führer der tunesischen Islamisten darüber diskutiert und der sagte, ja, wir haben im Islam alle Instrumente, die wir brauchen. Wir haben die Zakat, wir haben die Okaf, umverteilen. Das ist keine Kapitalismusanalyse. Das ist kein Kampf gegen den Imperialismus, wenn ich mit Almosen den Armen etwas gebe. Also ich denke, das ist ein Riesenproblem. Allein das Wissen, dass die Welt sozial nicht gerecht ist, macht sie noch nicht zu unseren Partnern. Und der zweite Punkt ist, die Bewegungen sind sehr viel breiter und sind an ihren anderen Rändern nicht nur neoliberal, sondern auch oft extrem rechts und repressiv. Ich habe die Befürchtung, dass das nicht unbedingt ein Partner ist. Mein Prinzip ist immer noch die Republik, der säkulare Staat, der die Rechte aller seiner Bürger sichert, unter denen man dann die Religion ausüben kann, als Privatsache, wie sie eben ist. Aber die Politisierung von Religion ist mir außerordentlich suspekt und ich war mal katholisch, ich weiß, wovon ich rede. Also das sind Sachen, wo wir doch, denke ich, lange, lange, lange drüber reden müssten. Und natürlich wird die Religion genutzt für Hegemoniestreben. Das, was die Saudis, die Iraner jetzt investieren in ich bin Schiit, du bist Sunnit und umgekehrt, das hat bestimmte Ziele. Aber was dabei herauskommt, ist ein Fanatismus, den einzudämmen, wir große Schwierigkeiten haben werden. Danke. Thank you. It's been a very interesting discussion. I just want to pick up on a few points. In relation to the question of whether reducing everything to a Sunni-Shia divide is a simplification, absolutely. That is one of the greatest problems is now everything is seen through this perspective, whereas actually these labels can be an explanation for geopolitical rivalries. They're used by all sorts of different sides within the kind of counter-revolutions and so on. So we have to, as Joe said rightly, you have to actually look at religious identities in the socio-political context where they gain meaning. I very largely agree with the analysis that Joe put forward. I would just like to pick up on one point where I do disagree slightly, which is around this question of, are there two wings to the counter-revolution? I think that doesn't help us understand what's happened in the Egyptian context, that it doesn't, to my mind, help us understand the role of the Muslim Brotherhood in the Egyptian context to label it as counter-revolutionary, because this potentially, I think, gets in the way of the common work that needs to take place over the specific and concrete tasks that people mentioned of fighting for democratic rights, of opposing the repression of the regime. But this is a debate between comrades, and we agree very much on many other things. A couple of other very important points. I think it's been said by many people that the real alternative to ISIS and to imperialist intervention comes from within the region and from below, with the democratic demands that still continue to be raised, even in Syria, as we've seen in the recent protests and the anti-sectarian struggle and the struggle for social justice.
But I very much wanted to end on the question of what we do here. And I totally agree with people who have focused on the question of the struggle against racism and Islamophobia in Europe as an alternative to ISIS and, again, to what our own governments are doing. I think it's absolutely critical that we make it clear that our solidarity with refugees from wherever, and particularly from countries such as Syria, is unconditional. That we are calling for a real free movement of peoples. We want to open the borders of Fortress Europe. We want to break down the walls that separate us from our sisters and brothers who are fleeing the destruction of their countries, which our governments are participating in. This is absolutely critical because it breaks down the claims of ISIS that somehow they create a safe haven for Muslims, that actually our alternative is got to be based on building together with our Muslim brothers and sisters in Europe an anti-war movement, an anti-imperialist movement in which they are full and equal partners. And that goes side by side with our solidarity and organisation with refugees for their rights against racism, particularly against the rise of racist, populist and fascist organisations in Europe, and that these two things are absolutely inseparable. And I just want to finish on one point about the kind of democracy and the kind of social justice that we're fighting for. Because I think one of the things that we as the left have in our tradition is an understanding that the democracy, the good things in our democracy in Western Europe are the things that we fought for from below. That, for example, the right to vote by ordinary people, by working class people, by women, was fought for from below through mass action, through strikes, through protests, and actually through revolutions. The reason why the franchise, the right to vote, was extended in England after World War I was because our ruling classes were frightened of the wave of revolution that was sweeping Europe. That actually it's our struggles from below to create the kind of democracy that's worth its name that we do side by side with people of all different faiths and backgrounds, particularly in solidarity with those who are most oppressed and facing most persecution in our society, is fundamental to making the kind of future that we want to see. That regime change always really does begin at home. Ja, vielen, vielen Dank nochmal an euch alle, dass ihr auch wirklich von weit weg hier angereist seid. Vielen Dank für eure Beiträge, für diese vielfältige, auch kontroverse und solidarische Debatte. Ich wollte euch darauf hinweisen, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung dann die Dokumentation dieses Podiums auf ihre Website stellt. Das heißt, es ist natürlich auch ein Ausgangspunkt für viele, viele weitere Diskussionen, Fragen, die angerissen sind und weiter vertieft werden können. Also in diesem Sinne auf eine weitere sozusagen solidarische Debatte und gemeinsames Handeln, sowohl gegen Krieg und Imperialismus als auch gegen Rassismus hier in Deutschland. Vielen Dank und eine schöne Mittagspause. Applaus